Rund 200.000 Anrufe laufen in der integrierten Rettungsleitstelle im Oberland pro Jahr auf, Tendenz steigend. Die mögliche Zusammenlegung hat die 30 Mitarbeiter aus heiterem Himmel getroffen. Ihre Arbeitsplätze sind in Gefahr. Stundenlanges Pendeln zur Leitstelle nach Fürstenfeldbruck, für die meisten keine Alternative. Wir geben hier täglich unser Bestes einfach für die Bevölkerung. Das ganze Leben ist irgendwo diesem Kodex auch untergeordnet oder angepasst. Und so eine Entscheidung trifft einen doch hart. Die mögliche Fusion haben die Landräte von Tölz, Garmisch-Partenkirchen und Weilheim im Alleingang entschieden. Das stößt hier auf Unverständnis. Bei uns kommen alle Kollegen direkt aus dem Gebiet. Die kommen alle aus den Bereitschaften, aus dem Jugendrotkreuz, aus der Jugendfeuerwehr. Die sind alle mit diesen regionalen Besonderheiten aufgewachsen. Wir haben die Netzwerke, man kennt sich untereinander. Man weiß, wie die Einsatzkräfte sowohl von Feuerwehr, Bergwacht, Wasserrettung, wie die alle ticken. Und das, glaube ich, geht mit so einer Großleitstelle einfach verloren. Für 40 Millionen Euro entsteht gerade in Gernlinden eine neue Leitstelle. Sie soll die Landkreise Fürstenfeldbruck, Dachau, Starnberg und Landsberg am Lech abdecken. Mit Bad Tölz, Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen und Weilheim-Schongau kämen drei weitere dazu. Notrufe von rund 1 Million Bürger würden hier dann zusammenlaufen. Es darf auch für den Bürger her noch, wenn alles funktioniert, nichts zu spüren sein, dass irgendeine Veränderung vor sich gegangen ist. Es wird uns im Moment für wahrscheinlich gar nicht unbedingt weniger Geld kosten, aber es amortisiert sich dann. Nach einer Protestwelle soll jetzt eine Expertenkommission über die Sinnhaftigkeit einer Fusion entscheiden.